richtig, Ponja. Und nun das Letzte. Bereit? Dann streng dich mal an. Essbar oder nicht essbar? Nicht essbar. Ich bin sehr stolz auf dich, Ponja. Du bist meine beste Schülerin. Was? Oh, Bambus. Mein Lieblingsfressen. Danke, Balu. So ein großes und saftiges Stück Bambus habe ich noch nie gesehen. Wo hast du es her? Von den kalten Höhlen. Dort wächst der beste Bambus im ganzen Dschungel. Oh, nein, nein, nein. Nein, nein, geh auf keinen Fall dorthin, Ponja. Es mag der beste Bambus im Dschungel sein, aber die kalten Höhlen sind viel zu gefährlich. Du musst mir versprechen, und zwar ganz, ganz fest, dass du niemals dorthin gehst. Na gut, Balu. Ich verspreche nicht, dorthin zu gehen. Leist du uns Gesellschaft, Mowgli? Hör mal, was soll denn das? So verhält sich ein guter Schüler nicht. Was sagt man dazu? Der Menschenjunge hat Streit mit seinen Freunden. Welch günstige Gelegenheit. Shirkan! Shirkan! Ich weiß, wie wir Mowgli eine Falle stellen können. Wirklich? Du bist clever, Tabaki. Du wirst mich das tun lassen, oder nicht? Ja, natürlich. Lass ich es dich versuchen. Oh, vielen Dank. Das ist eine große Ehre. Ich verspreche, ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn das ein Erfolg wird, werde ich dir gern meine Essensreste für den Rest deines Lebens überlassen. Meinst du das ehrlich? Oh ja, aber wenn du versagst. Vertrau mir, Shirkan, das werde ich nicht. Triff mich am Banyanbaum, wenn die Sonne über dem Tempel steht. Dann werde ich dir Mowgli servieren, und zwar auf einem Tablett. Ponja, du bist eine sehr gute Schülerin. Lehrers Liebling. Oh, was willst du denn hier? Oh, Mowgli, ich habe gehört, dass Balu einen neuen besten Schüler hat. Das tut mir so leid. Es ist eine Schande. Ein guter Lehrer sollte niemals seinen Lieblingsschüler haben. Da hast du wirklich recht. Das ist nicht fair. Ich bin auch ein guter Schüler. Oh, ja, das bist du, Mowgli. Und wenn jemand eine Lektion braucht, dann ist das Balu und nicht du. Meiner Meinung nach. Ich kann dir dabei helfen, wenn du willst. Das kannst du? Und wie? Bleib hier. Versteck dich. Wirst du das tun? Ja, geh klar. Aber warum? Mach dir keine Gedanken. Ich bin gleich zurück. Das ist so gut. Oh. Darf ich probieren? Ach du je. Wohl jemand schon alles aufgefressen. Oh, das ist schade. Aber das macht doch nichts. Ich zeige dir gerne den saftigsten Bambus im ganzen Dschungel. Er ist nicht in den kalten Höhlen, oder? Balu sagte, ich darf dort nicht hingehen. Und damit hat Balu recht. Dieser Bambus ist in den kalten Höhlen. Aber du kannst ihn bekommen, ohne selbst hineinzugehen. Wirklich? Ja. Komm mit, ich zeige ihn dir. Hast du Ponja gesehen? Sie wollte heute Nachmittag wieder vorbeikommen. Und Mowgli ist anscheinend auch spurlos verschwunden. Das ist allein meine Schuld. Ich bin ein ganz schlechter Lehrer. Warum habe ich gesagt, dass Ponja meine beste Schülerin ist? Mowgli ist auch gut, nur irgendwie anders. Sie könnten zusammen sein. Wir müssen sie finden, Bagheera. Komm mit. Ponja hat versprochen, niemals hierher zu gehen. Ich finde, Balu sollte davon erfahren, meinst du nicht? Seine neue Lieblingsschülerin ist bei weitem nicht so perfekt, wie er glaubt. Das ist deine Chance. Geh und erzähl Balu, was hier los ist. Aber was ist mit Ponja? Es wäre nicht fair, sie zu verpetzen. Aber Balu ist auch nicht fair mit dir umgegangen, nicht wahr? Wie dem auch sei, die Lieblingsschülerin des Lehrers darf sich erlauben, was sie will. Du hast recht. Ich erzähl's ihm. Ponja, ist alles in Ordnung? Nein, Mowgli, nein! Ich kann sie doch nicht da drin lassen! Doch, das kannst du! Das musst du! Nein, 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 nein! So läuft es falsch! Mein schöner Plan ist ruiniert! Hübsches Fell! Hübsche Streifen! Mach dich gut an! Bitte lass mich!
Es sind Ponyas Spuren und gar nicht so alt. Oh nein. Ich habe ihr von den kalten Höhlen erzählt. Sie wird doch nicht dorthin gegangen sein. Sehen wir lieber nach. Komm schon. Rollen wir sie in den Matsch. Was soll ich jetzt nur machen? Ich bin schon so gut wie gefressen. Shirkan verputzt mich zum Abendessen. Ponya und Mowgli, hast du sie gesehen? Ja. Ich hab sie getroffen. Ist nicht lange her. Sie wollten Bambus holen. Sie ist... mal sehen, was sie so treiben. Menschenjunge versucht, den Panda zu retten, dann muss der Panda sehr wertvoll sein. Bewacht den Mut! Gefangen von mir oder von der Affenbande? Das macht keinen Unterschied. Sie sind gefangen. Was habe ich nur gemacht? Es tut mir so leid, Mowgli. Jetzt mach dir keine Vorwürfe. Hör zu, viel wichtiger ist erstmal, dass wir einen Weg finden, wie wir hier rauskommen. Ich habe meinen Fuß verstaucht. Er tut weh. Ja. Leg dich hier hin. Tu so, als wäre es ganz schlimm. Hallo! Hallo! Bitte helft mir! Ponya ist verletzt! Dann mach sie wieder gesund! Das kann ich nicht! Na, endlich. Ja, das Essen ist serviert. Also hier sind sie jedenfalls nicht gewesen. Tabaki hat sich geirrt. Oder? Er hat uns ausgetrickst. Schnell, zurück zu den kalten Höhlen. Es ist Zeit fürs Abendessen, nicht wahr, Tabak?